Ja, mein Name ist Andreas Knolle. Ich bin seit 2006 bei der Stadt und beschäftige mich da gemeinsam mit meinen Kollegen mit der Unterhaltung der Ingenieurbauwerke. Ich komme aus Unna. Ich reise auf jeden Tag aus Unna an, also jeden Tag 55 Kilometer Anfahrtsweg, die ich habe. Das sind jetzt fast genau 14 Jahre, ja. Genau. Mein halbes Ingenieurberufsleben bin ich jetzt bei der Stadt, ja. Was mich immer sehr an dem Beruf reizt, das ist halt was zu bauen und dann auch was zu gestalten zu können und dann was am Ende des Tages auch zu sehen, was man dann da gemacht hat und das dann auch eine gewisse Dauerhaftigkeit hat. Ne? Ja, das ist halt der Vorteil eines großen öffentlichen Arbeitgebers. Ne? Man hat eine relativ große Sicherheit, Berufssicherheit, man wird gefördert, was Weiterbildung und solche Geschichten angeht und hat dann auch eine gewisse soziale Sicherheit. Und was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, ist ja, eine regelmäßige Bezahlung, die hat man auch nicht immer. Ne? In der freien Wirtschaft habe ich auch schon erlebt, dass man warten muss, solche Geschichten. Ne? Und natürlich die ganzen Möglichkeiten, die haben so eine große Verwaltung bieten. Ne? Diese Vielseitigkeit. Die eventuell die Aufstiegsmöglichkeiten, die man noch mal hat und die Weiterbildung, Fortbildung. Und diesen Beamten-Move, den mag es vielleicht hier und da noch geben, aber ich glaube, mittlerweile ist das alles ein bisschen ausgefegt und ausgestaubt und das ist auch also wesentlich lockerer geworden. Und das ist das, was ich so da erlebe. Ja. Ich bin jeden Morgen froh, wenn ich hier zur Arbeit kommen kann, in der Regel. Ist nicht jeden Tag toll, klar, man ärgert sich auch mal, aber in der Regel, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ja, es hat die Vielseitigkeit der Stadt, ne? das Bunte und die Kontraste, die hier so gelebt werden, das ist eigentlich das, was das Ganze ausmacht. Ne? Nicht nur schickimicki, sondern das ganze Spektrum. Und das macht das dann interessant, denke ich. Also ich habe den Eindruck, dass die Stadt eigentlich in den Medien öffentlich viel schlechter dargestellt wird, als sie eigentlich ist. Also man geht um eine Ecke, da ist alles grün und dann biegt man um die andere Straßenecke und da hat man dann so eine Art ja, so Industrie, Kultur und solche Geschichten. Das war so diese Vielseitigkeit, das macht die Stadt, glaube ich, aus. Wir bei der Stadt Gelsenkirchen, wir sind bunt.